Könnt ihr den Präsentationsbildschirm sehen? Ihr müsst ja mal mein komisches Gesicht in Schwarz-Weiß hier mit dem Titel Grenzen der Selbstorganisation. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Ja. 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 Perfekt. So, in Klammern steht das ein bisschen in Project Teams. Warum und wieso, komme ich gleich nochmal drauf zu. Und ich starte mal mit dem allerersten. Ein Zitat von dem wunderbaren G. Richard Hackman. So ein kleiner Experte bezüglich Teams, als auch Selbstorganisation von Teams. I have no question that when you have a team, the possibility exists that it will generate magic, producing something extraordinary. But I don't count on it. Damit gehe ich einfach mal rein. Ihr hattet sicherlich gerade schon tolle Kurse zum Thema Selbstorganisation. Die habe ich auf der Agenda gesehen. Damit gehe ich mal so ein bisschen etwas provokativ in die Runde rein. Herr Hackman, als aber auch ich, sind ein großer Freund dieser Organisationsmethode. Ja? Wichtig ist, das ist eine Organisationsmethode von vielen. Ich finde, sie hat sehr viele große Vorteile und Anwendungsfelder. Aber warum er zu diesem Spruch kommt und was das Ganze mit den Grenzen der Selbstorganisation kommt, da gehe ich gleich mal drauf ein. Ja. Wer bin ich denn überhaupt? Warum darf ich denn zu euch reden? Also dürfen eigentlich, weil Patrick mich eingeladen hat, ja, weil er mich noch nicht wieder rausgeworfen hat. Aber grundsätzlich von der Sache her, seit 2001 bin ich als Projektleiter halt unterwegs. Technischer Projektleiter und so ein bisschen halt auch mit dem Architektur-Background. Das heißt also, meine Heimat sind Softwareprojekte. Ich rede auch nur von Softwareprojekten. Die Beispiele sind alle aus der Softwareentwicklung. Flughafenentwicklung und Sonstiges habe ich vielleicht eine Meinung dazu, aber ich habe keine Ahnung davon. Und da halte ich es mit Dieter nur, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal den Mund halten. Oder so ähnlich hat er es gesagt. So, und das ist so meine Welt. Der Wohlfühlkorridor sind, da wo spannend wird. Also ich sage es mal so, mit einem Team eine App bauen ist eine Herausforderung. Ja, aber so richtig spannend wird es wie in der richtigen Ehe, so ab 2. Ne, Minimum. Und dann halt ab 3. So, wenn halt mehrere Teile halt integrativ zusammenkommen und das zusammenspielen muss. Und halt das Unternehmen halt auch schon gewisse Sachen vorgibt und es halt keine schöne Wetterlage ist, dass ich mit 2 Gesprächen mir mal meinen Rahmen komplett neu basteln kann, sondern halt es in real life umsetzen muss. So, da fühle ich mich zu Hause. Und auch aus diesem Background kommt, sage ich jetzt mal, halt auch dieser Workshop. Ich würde mal mit einer ersten Aufgabe, was macht ein guter Projektleiter, ist nicht selber machen, sondern machen lassen. Und dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Ja? Wie würdest du Selbstorganisation definieren? Ich mal eben ganz kurz mal bitten, dass eure Definition, das braucht nur ein Satz sein, es können aber nur 3 oder 4 Sätze sein. Wie würdet ihr Selbstorganisation definieren? Jetzt nicht googeln, selber. Wissen, wann man was zu tun hat. Oder bis wann man was zu tun hat. Okay. Magst du es gerne notieren? Selbst. Von Eva, Strukturierung der eigenen Aufgaben, Prioritäten. Ja. Patrick, das eigene Handeln reflektieren und in den Einklang bringen mit dem Teamziel. Schön, dass schon das Wort reflektieren mit drin. Und Ziel. Bestimmte Freiheitsgrade selbst gestalten. Okay, Freiheitsgrade ist mit drin. Wissen, bis wann man was zu tun hat. Der Weg ist klar im Kopf.
Das würde ich jetzt erstmal so für sich stehen lassen. Also wenn jemand dann noch was ergänzen möchte oder so, kann das natürlich gerne im Chat dann halt noch ergänzen oder dazu schreiben. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen weitermachen, gell? Ich nehme mal den Guten von Brzezinski. Es existiert bisher keine einheitliche Theorie zur Systemorganisation, sondern es gibt verschiedene Theorien mit jeweils unterschiedlichen Fokus und unterschiedlichen Begriffen. Also wenn man anfängt, sage ich jetzt mal, reinzugehen, jetzt kamen ja gerade auch schon verschiedene Sichten halt auf das Thema Selbstorganisation oder halt das, was ihr darunter versteht. Es kommt aber darauf an, mit welcher Theoriebrille ich halt unterwegs gehe. Das ist ein bisschen wichtig, weil ich mir nachher, sage ich jetzt mal, auch anschaue, welche Grenzen ja, daraus bestehen. So, und zwar gibt es einmal die Systemtheorie, die, sage ich jetzt mal, Systeme, offene und geschlossene Systeme sich zum Beispiel anschaut. Dann gibt es, sage ich jetzt mal, Selbstorganisation in der betriebswirtschaftlichen Lehre als auch in der sozialen Lehre. Für uns jetzt gerade interessiert uns nur der Blick, ja, der pragmatische Blick im sozialen Kontext, also halt auch im Arbeitskontext. So. Und hier gibt es folgende Definition für im sozialen Kontext von Selbstorganisation von Brzezinski. Selbstorganisation beschreibt die Prozesse und Interaktionen, in denen ein soziales System seine Strukturen und Vorgehensweisen selbst produziert und aufrechterhält. Ja, also ganz wichtig, es kommt aus dem System selber raus und auch sehr interessant, es aufrechterhält. So. Das kann zum Beispiel in ein Team sein, dass sich das Team selber organisiert. Das kann aber auch ein System sein, wenn ich die ganze Firma nehme, dass es selber seine Hierarchien selber produziert und auch aufrechterhält. Das ist ganz wichtig. Sie beschreibt, wie ein System aus weniger geordneten Zuständen Strukturen aufbaut und aufrechterhält. Was auch wichtig ist, und das geht so ein bisschen mit dem, was Patrick gerade geschrieben hat, dass mit der Reflexion Verhaltensweisen, die als sinnvoll und wirksam angesehen werden, dazu muss ich reflektieren, werden verstärkt. So, das heißt also, die Selbstorganisation wird einmal, sage ich jetzt mal, selber in dem System halt aufgebaut, von dem, was weniger geordnet ist, zu dem, was etwas mehr geordnet ist. Und ja, was Wirkung zeigt, das wird verstärkt im besten Falle. Was aber auch wichtig ist, sage ich jetzt mal, dass aufrechterhalten wird. Das macht halt auch in selbstorganisierten Systemen, wie zum Beispiel eine ganze Firma, ja, das ist zum Beispiel auch das, was wir als Kultur bezeichnen. Das ist das Verhalten, was die Firma gelernt hat, als sinnvoll und wirksam ansieht und diese dann verstärkt und bewahrt. Das macht die Change-Projekte an der Stelle zum Beispiel mit dieser Eigenschaft herausfordernd. In der Praxis geht es weniger darum, ob Selbstorganisation existiert, sondern wie stark sie ausgeprägt ist. Ich mir diesen Satz von Baumann-Habersack hier an der Stelle mal nehme. Es wird ja oft schwarz und weiß dieses Thema betrachtet. Also entweder habe ich nur Hierarchien oder ich rede nur von einem selbstorganisierten Team mit hohen Freiheitsgraden. Und die Welt ist irgendwo dazwischen. Das heißt also, ich werde so oder so immer einen gewissen Fall, einen gewissen Grad der Selbstorganisation haben. Komme ich gleich nochmal drauf mit so einem Überschaubild dazu. Das heißt also, ganz wichtig ist, so mitzunehmen, das System, was vor mir ist, das Team, was da vor mir ist, das wird sich so oder so selbst organisieren. Die Frage ist, welchen Grad ist einmal benötigt und wie weit es diesen Grad erreichen kann. So nehme ich mal von Heckman mal diese, ich nenne sie Autoritätsmatrix. Das klingt mit dem heutigen Menschenbild, ja, klingt vielleicht die Autoritätsmatrix ein bisschen überholt, ja, aber es geht ja halt um die zwei Welten. Ich habe einmal die Managementverantwortung, also man könnte vom Team außen externe Führung, sage ich jetzt mal, betrachten, sowohl Organisation und ich habe die Teamverantwortung. So, je weiter ich hier auf dieser Achse Manager geführte Teams bis hin zu einem vollautonomen Team
gehe von links nach rechts, umso höher wird mein Grad der Selbstorganisation. Hier auf der Y-Achse habe ich die jeweiligen Verantwortungsbereiche, ja, die auch vom Management, sage ich jetzt mal, verantwortet werden. So, und ich fange hier mal mit dem einfachsten Kleinsten an. Wenn ich ein managergeführtes Team habe, was wir heutzutage als traditionell bezeichnen würden, dann liegt in der Teamverantwortung nur, dass er seine Aufgabe erledigt. Das liegt in seiner Verantwortung. Das muss er richtig machen, das muss er gut machen. Ja, aber das ist das Einzige, was er in seiner Verantwortung halt hat. So, dann gehe ich einen Schritt weiter und gehe dann eigentlich schon in den Bereich der Selbstorganisation rein. Arbeitsprozesse werden gestaltet und Fortschritte werden selber überwacht. Das macht das Team selber. Das sind die sich selbst geführten Teams. Das kann ich zum Beispiel mit Kanban, sage ich jetzt mal, hier an der Stelle steuern oder bis dahin einführen. Ja, so, dann kann ich aber auch sagen, das Team kann sich selbst gestalten. Also es kann selber seine Form der Organisation, und jetzt kommen wir auch zu dem, was wir, glaube ich, eher als Selbstorganisation verstehen würden, dass dieses Team sich da halt selber darauf festlegen kann und diese Organisation selber anpassen kann. So, und der letzte Grad ist, dass ich zum Beispiel ein autonomes Team habe. Ja, und dieses autonome Team gibt sich selber seine Ziele vor. Ja, das wären zum Beispiel Teams, wie zum Beispiel Vorstandteams, ist auch ein Team. Ja, und das gibt sich hier selber seine Ziele vor. So, das wären die Grade über diese Matrix. So. Und jetzt ist sozusagen halt wichtig, wenn ich mir diese Autoritätsmatrix wieder im Kopf, in den Kopf reinnehme oder in, wieder hervorhole, ist, wie viel Selbstorganisation oder welchen Grad der Autonomie benötige ich für mein Projekt? Ja, so, und ohne da zu tief einsteigen zu wollen, ja, hat es sich herauskristallisiert, dass je komplexer mein System ist, was ich bauen muss, um je fluktuierender mein Zielbild ist, ja, ich mehr Autonomie in dieses Team geben muss oder soll. Das heißt also, bin ich zum Beispiel, es gibt gewisse Bereiche, da will ich diese Autonomie gar nicht. Ich möchte, dass das Flugzeug von A nach B fliegt und seine Aufgabe erledigt. Und ich möchte bitte schön auch, dass die Checkliste abgearbeitet wird. Da gibt es keinen Bereich für Autonomie. Die Sachen werden auch eingespielt und die Sachen laufen immer nach einzelnen, nach gewissen Ritualen ab. So, ich möchte auch nicht, dass eine McDonald's-Filiale, die ja halt immer wieder ein gleiches Ergebnis produzieren will, werde ich nur einen bedingten Grad an Autonomie geben. Wenn ich wiederum aber Experten, wie zum Beispiel Ingenieurskünste zusammenführe, dann kann ich nicht mehr den einen Manager haben, der Aufgaben vorgibt und die einzeln definiert, weil der wird ja, wie sagt es letztens Lautermach mal, wenn du in dem Raum der Schlauste bist, dann bist du im falschen Raum. Ja, und so ähnlich ist das halt auch mit dem Projektleiter oder wenn zum Beispiel auch der Scrum Master ist, in der Rolle ist. Wenn er schlauer ist als die Experten in seinem Raum, dann hat er entweder ein Problem mit seinen Experten, ja, oder sitzt einfach in dem falschen Raum. Das heißt also, wenn ich mit solchen Leuten zusammenarbeite, gehe ich davon aus, dass ich davon nur bedingt Ahnung habe. Dafür habe ich ja die Experten in meinem Team. Das heißt also, hier muss ich die Autonomie in diesem Team nach oben fahren. Nächste Frage, auch nochmal im Chat. Worin würde zum Beispiel ein Scrum-Team erkennen, ob seine Organisation in Bezug, ganz wichtig, auf Ziel und Zweck hilfreich ist? Eurer Meinung nach? Oder ihr könnt es doch direkt so sagen.
Also ein Punkt ist ja sicher, ob die Ziele erreicht werden. Und wo in Scrum gibt es zum Beispiel Rituale, woran das Team das sehen kann? Im Sprint Review würde man das sehen oder sonst in der Retrospektive. Okay. Gibt es sonst noch etwas, wo es das Team sehen könnte? Also einer würde mir noch einfallen. Ich habe mir den Punkt hier reingeschrieben, wenn Fortschritte erzielt werden und nicht ständig das Team darüber diskutiert, ob es jetzt gut ist, dass man zusammenarbeitet. Sondern, also dass man ins Machen kommt, statt darüber zu reden. Das ist auch schon ein guter Indikator. Im Scrum gibt es noch, also rituell gesehen, gibt es dann noch das Daily. Ja, also man braucht nicht bis zum Review sozusagen warten, um über das Ergebnis zu sprechen oder wo man steht. Ja, oder man muss auch nicht bis der Retro warten, sage ich jetzt mal, ob die Organisationsform, die man gerade im Sprint hat. Also wenn man sieht, es läuft schon, sage ich jetzt mal, gegen die Wand, muss man nicht 2 Wochen warten, sage ich mal, um eine Organisationsform zu ändern. Ja, das heißt also, hier kann ich ins Kram hier schon mit diesen Ritualen hier da halt reingehen. So, ich mache weiter. Aber wir sind immer noch nicht bei Grenzen, oder? Aber alles hat Grenzen. Also wenn ja die Selbstorganisation solche Vorteile hat, dass sie komplexe Systeme bauen kann, dass sie Experten zusammenbringen kann. Aber wieso stößt sowas immer wieder an Grenzen? Und das ist halt in größeren Kontexten, besonders wenn agil skalieren muss, warum läuft sowas öfters mal komisch oder merkwürdig? Und da würde ich mal über folgende 3 Grenzbereiche mit euch reden. Und zwar habe ich mich mal letztens, der ganze Punkt mit der Selbstorganisation, bin ich mal mit dem werten agilen Coach-Kollegen Ralf Kuse drauf gestoßen, dass das ja halt ein sehr wesentlicher Bestandteil für die Agilität ist oder für das agile Konzept. So. Und dieses wiederum, wenn diese Selbstorganisation nicht vernünftig läuft im Team, dann habe ich ein Problem auf einmal mit dem Projekt oder auch mit dem Produkt. Und wo sind denn Rahmenbedingungen, wo das so gut funktioniert oder das nicht gut funktioniert, wo ich auf einmal Probleme habe? So, und da hat mich dann ja halt der liebe Patrick gefragt, ob ich hier mal eine Stunde Zeit habe. Und bin dann halt durch dieses Thema dann mal durchgegangen und habe mir es mal angeschaut und habe auch nochmal mit anderen Gespräche geführt und habe mir auch nochmal meine letzten Projekte halt angeschaut. Plus ein bisschen Literatur. So, und aus meiner Sicht gibt es, und ich sage jetzt ganz, ganz explizit Projektkontext und nicht Produktkontext, weil Produktentwicklung hat ein bisschen andere Spielregeln als Projekte. Aus meiner Sicht gibt es einmal, wenn ich das Team als selbstorganisierte Einheit sehe, dann gibt es einmal einen äußeren Bereich um das Team drumherum. Dann gibt es das Team an sich, ja, das für sich selber Grenzbereiche hat. Und das Team besteht ja aus einzelnen Individuen, also habe ich auch noch individuelle Grenzen. Und in diesem Bereich habe ich mal diese Grenzen halt aufgeteilt und würde mal dann zu den äußeren Grenzen gehen. Gibt es dazu schon mal irgendwelche Fragen? Fragezeichen. Würde jetzt erstmal sagen, nein, dann würde ich einfach mal weitergehen. So, und zwar aus meiner Sicht gibt es hier diese Stufen, die wir von vorne sozusagen als so eine Art Pyramide sehen. Ja, und die Basis, ja, wäre hier aus meiner Sicht das mangelnde Zielbild. Also die grundsätzliche Voraussetzung, dass überhaupt eine Selbstorganisation funktionieren kann, ist, dass ich ein vernünftiges Zielbild hier an dieser Stelle halt habe. Das ist im Grunde genommen eigentlich die größte Selbstverständlichkeit in einem Projekt. Das kann aber auch in einem Projekt auch die größte Herausforderung sein. Wenn ich das Ziel nicht weiß, dann ist die Organisation dahin völlig egal. Sie ist willkürlich. Ja, also wenn ich nicht weiß, was ich da erreichen will,
ja, also keine Vision habe oder nichts, ja, dann ist es auf gut Deutsch für mich jetzt mal bös getönt, ja, dass das Team wird sich daran organisieren, ja, und zwar, dass es nämlich sich unklar organisiert. Ja, weil danach wird es sich ausrichten, im besten Fall. So. Das nächste ist, dass wir reden immer von dem motivierten Team in der Agilität. So, was motiviert denn Leute, sage ich jetzt mal, morgens aufzustehen? Also abgesehen von dem Gehaltscheck und dass die Kollegen so nett sind, dass ich darauf, ich sag's mal ganz flachs, Bock habe, darauf zu arbeiten, was da gerade ist. So, das heißt, für mich, da sind wir so ein bisschen so wieder beim Individuum, das Attraktiv muss für den Einzelnen schon attraktiv sein. Ja? Also da muss irgendwas mit drin sein, was attraktiv ist. Das muss noch nicht mal die Webseite, ich sag mal bös getönt, die Webseite, die nachher da gebaut wird. Ja, aber zum Beispiel der Teil Technik, der eingesetzt wird, der muss für den jeweiligen attraktiv sein. Ja. Da komme ich nachher noch zum Thema Teammitglieder drauf. Dann der nächste Punkt ist Verantwortung. Nur weil ich sage, ihr seid jetzt 8 Leute, ihr habt ein Ziel für Spaß dabei und ich drehe mich um. Das ist keine Selbstorganisation. Also da wird schon, also wir haben ja gelernt, es wird immer einen Grad von Selbstorganisation geben. Ja? Aber auch hier passiert irgendwas. Ja, also ich gebe den Leuten, ja, ein Zielbild vielleicht vor und sage halt, ihr macht das irgendwie schon, ja, aber ich definiere nicht, wo die Verantwortung für sie anfängt oder aufhört. Wir hatten ja gerade noch unsere Autoritätsmatrix im Kopf, ja, die geht ja in einem Firmenkonstrukt ja noch wesentlich komplizierter und aufgelöster und mit mehreren Rollen verteilt. Wenn ich dann auf einmal sage, so, ihr seid jetzt irgendwie selbst organisiert und verantwortet das irgendwie schon, das ist unklar, weil drumherum wird schon einiges sehr klar oder ist sehr geklärt. Wenn ich dann nicht sage, wo das Team aufhört und wo das anfängt, dann kann es nur an diesen Stellen immer wieder zu Reibungspunkten kommen, weil das ungeklärt ist. Das nächste ist auch, und das ist, finde ich, ist auch ein elementarer Punkt, ist Verantwortung. Da ist ein Wort drin und da ist das deutsche Wort Antworten drin. Wenn ich Verantwortung habe, muss ich antworten. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen lapidar, aber ich muss jemanden haben, der die Truppe fragt, was da ist. Also ich muss sie in Verantwortung nehmen, ja, dass sie auf das Ziel einzahlen. Wenn es beliebig ist, was dort entsteht oder was passiert, wenn sie also nicht antworten müssen, werden sie sich nicht daraufhin organisieren. Apropos, damit ist jetzt nicht Law and Order, wenn das bis dann und dann nicht da ist, seid ihr alle gefeuert, Verantwortung gemeint. Ja, aber gerade kam ja gerade von der Timerin, sage ich jetzt mal, das Review wurde zum Beispiel angesprochen. Wenn der Kunde oder die Stakeholder nicht in den Review-Runden reinkommen und sich die Ergebnisse anschauen, abgesehen davon, dass sie kein Feedback bekommen, wird das Team auch nicht in Verantwortung genommen. Es muss sich nicht dieser Verantwortung stellen. Und wenn sie das nicht müssen, dann tun sie es auch nicht. Und das werde ich auch im Ergebnis sehen. Dann habe ich einen größeren Block. Der ist schwierig. Das sind die externen Blockaden. Und zwar, das sind Rahmenbedingungen, in denen meistens halt die Organisation, ich nehme mal das Unternehmen und somit ergo auch das Projekt, selber feststeckt. Und zwar, die nämlich die Teambildung, Kollaboration bisweilen Kommunikation behindern werden. Das kann sein Politik zwischen zwei Abteilungen. Dass die zwei Abteilungen, die eigentlich, wo ich Systeme miteinander verbinden muss, ich habe das eine Teilprojekt, aber mir ist, ich darf nicht direkt mit den anderen Teams reden. Ja, weil ich zum Beispiel auch wegen einer Arbeitnehmerüberlassung oder sonst irgendwas Regelwerke halt habe, die mich behindern, in eine offene Kommunikation reinzugehen. Ja, oder ein Teil des Teams wurde noch nicht geonboardet,
Sie dürfen bestimmte Dokumente nicht sehen. Es fehlen Zugänge. Es können so viele triviale Dinge sein, die externe Blockaden sein können. Es kann eine Dienstleisterkonstellation sein, ja, die mich zwingt, sage ich jetzt mal, ein bestimmtes Tool einzusetzen, was für den Fall nicht gedacht ist. Also es können ganz, ganz viele Sachen sein. Es kann auch zum Beispiel sein, dass ich Arbeitsverträge halt habe, wo ganz tariflich meine Aufgaben festgenagelt worden sind, weil über diese Arbeitsverträge wird das Gehalt festgeregelt, damit es nicht ins Unermessliche steigt, ja, über die Gewerkschaftsabkommen, ja, werden halt weniger Aufgaben reingepackt. So, dann habe ich dann frisch motivierten Mitarbeiter, der nur gesagt wird, du kriegst nur das Gehalt und dafür machst du nur halt noch das. Dafür kaufe ich mir Dienst nach Vorschrift ein. Das ist auch eine externe Blockade. Und das wird man als Projektleiter, also so eine Blockade ist man aus eigener Erfahrung, ganz schlecht umgehen können. Unpassende Ressourcen und Teammitglieder für die Aufgaben. Im Grunde genommen ist das so die kleine Doppelung. Das Team braucht alles, um seine Aufgabe zu erledigen. Also wenn ich das nicht habe, ja, dann können sie sich organisieren, wie sie lustig sind. Also wenn ich ihnen nicht das bereitstelle, was sie brauchen, ja, dann werden sie ihr Ziel nicht erreichen. Wird einfach nicht möglich sein. So, das sind die üblichen, einfachen, ganz klassischen Projektressourcen. Ja, ich habe eine gewisse Zeit, in der es fertig sein muss. Ja, ich habe ein gewisses Budget, was dafür bereitgestellt werden kann. Ne? Jetzt bei der Corona-Hilfe war ja zum Beispiel das Budget nicht unbedingt gerade das Problem, ja, aber die Zeit, die war definitiv zum Beispiel das Problem. Wissen / können. Wissen allein bringt nichts. Ich brauche wirklich Leute, die ja halt ihre zusammen als Team besser sind als vielleicht ein Einzelner. Aber trotzdem brauche ich diese Skills der Einzelnen, damit es im Team präsent ist. Ja, so, und dann kommen wir halt zu dem Punkt, Teambuilding fängt nicht damit an, wenn das Team da ist. Das fängt davor an. Jeder gute Fußballverein hat extra Stellen, die darauf schauen, dass genau die Leute im optimalen Mix auf dem Platz da stehen. Das ist kein Zufall. Bei einigen Vereinen wirkt das manchmal wie Zufall, ja, aber zumindest arbeiten sie daran, dass es kein Zufall ist. Ja, also ein gewisses Klänchen Brück, ein gutes Händchen gehört auch noch mit dazu. Ja, aber Teambuilding fängt schon mal mit der Auswahl an. So, und da kommt es auch wieder. Wenn ich da nur Recruiter dran habe, die nur Hashtags können, ja, und es nicht drauf geschaut wird, ob einmal die Skills passen, aber halt auch die Leute zusammenpassen, ja, dann habe ich diese Ressourcen auch nicht im Team zur Verfügung. Ja, es beginnt mit dem Start. Dann kommt das nächste, injizierte Zielkonflikte. Wir haben ja gerade gesagt, das Wichtigste ist ja halt, dass ich ein Ziel habe. Ne, Patrick hat irgendwie, glaube ich, geschrieben, dass das halt, dass das Ziel bekannt ist. Ja? Wenn ich mich noch düster daran erinnere, hoffe ich, das war korrekt, Patrick. So, ja, was mache ich denn, wenn auf einmal ganz andere Ziele als Rahmenbedingungen gegeben werden. Ja, so, ich habe gerade einmal schon mal gesagt, zum Beispiel Tarifverträge, ja, können Interessenskonflikt rausbringen. Die Dienstleisterkonstellation, ich habe zwei Teams zum Beispiel. Das eine Team ist Dienstleister A, das andere ist Dienstleister B. Zu glauben, dass die auf die gleiche politischen Ziele einzahlen, ja, das ist Wolkenkuckucksheim. Ja, jedes Consulting-Unternehmen wird dazu zusehen, das sind selber auch Unternehmen, ihre Gewinne zu maximieren. Das heißt also, ihren Einflussbereich weiter auszubauen. Gute Unternehmen machen das. Somit, wenn ich zwei Teams in dieser Hinsicht halt habe, die unterschiedliche Dienstleister halt haben und ich schaue mir das halt als Team von Team an, da muss ich mich nicht über bestimmte Effekte wundern, die ich dann auf einmal habe oder Diskussionen, weil sie unterschiedliche Ziele halt haben. So, und das kann zum Beispiel Zielkonflikt sein. Was auch ein Zielkonflikt ist, dass die Individualleistung eines Teammitglieds mehr zielt als die Teamleistung. Das klingt erstmal trivial, aber wenn ich zum Beispiel
ich nenne es mal, den Architekten haben. Ja? So, also der Architekt, ja, dieser Star-Architekt, der hat so Mitarbeitergespräche einmal im Jahr. Der geht dann da halt so hin, dann gab es wahrscheinlich vorher eine Befragung, was hat er denn da so getrieben, ja, so, und dann kriegt er seine persönlichen Ziele. Der ist ja nicht umsonst persönliche Ziele. So, und die hat er bitte schön zu erfüllen, damit er halt seine 5% oder 10% Incentive bekommt. Der wird schon im Team zuschauen, dass der halt diese Ziele auch erreicht. Ja, Geld ist nicht das Wichtigste, aber es ist auch nicht das Unwichtigste, weswegen ich zur Arbeit gehe. Das ist zum Beispiel halt auch wieder, wenn das Belohnungssystem über die Teamleistung halt geht oder drüber hinweg geht. Das nächste ist, das hat so ein bisschen was mit dem Punkt davor zu tun, wenn ich eine Wettbewerbssituation schaffe zwischen den Teammitgliedern. Ja, das sind meistens halt diese Incentivierungssysteme. Ja, das kann aber auch, sage ich jetzt mal, Rollen oder Aufstiegschancen oder so weiter sein. Das ist immer wieder dieser Rahmen, ja, der darauf einspielt. Und dann das nächste ist, das Team wird sich selbst überlassen. Aus den letzten 15 Jahren, in denen ich das mit begleiten durfte, Scrum-Teams, wo einer der Entwickler der Scrum-Master geworden ist, ich rede jetzt nicht von allen Projekten, sondern von diversen Projekten. Also wenn sich, wir möchten Scrum machen, es sagt keiner was dagegen, es wird dann halt aufgebaut. Die eine Seite hat keine Erfahrung mit selbstorganisierten Teams, das Team selber aber auch nicht. Da sind wir wieder bei der Ressourcenfrage. So, und keiner nimmt sich auch in der Verantwortung. Erst dann, wenn es richtig gegen die Wand fährt, dann ist meistens zu spät und dann wird das Team aufgelöst. So, und aus meiner Sicht, und ich komme nochmal halt in den anderen Folien dazu, braucht diese, Achtung, jetzt kommt so ein kleiner Boris-Gloger-Satz, Selbstorganisation braucht Führung. Ja, wenn ich 5 Bergsteiger halt habe, ja, dann muss ich wahrscheinlich selten noch den Oberbergsteiger daneben stellen, damit die es irgendwie auf den 2000 oder 3000er hochschaffen. Ja, das kriegen die schon irgendwie geritzt. Ja, dumm wird es nur, wenn sozusagen, ich sage jetzt mal, 4 Newbies einen ambitionierten Hobbybergsteiger und dann so einen richtigen Bergsteigerlehrer da an der Stelle halt habe. So, da muss ich halt situativ mit dem Team heranbringen, laufen soll schon selber, muss es selber hochkommen, aber ich muss anders drauf eingehen. Wenn ich sage, so, viel Spaß dabei, ja, lern durch Schmerz bei der Gletscherspalte, das kann übel ausgehen. Ja, so, und hier wird manchmal. Der größte Punkt gefragt, wie diese Führung eines selbstorganisierten Teams aussieht. Und es ist nicht der Manager, in Anführungszeichen, ich manage das da mal für euch, ja, sondern es muss ein, ich helfe euch über diese Gletscherspalten, damit ihr das nächste Mal selber was machen könnt. Vielleicht nicht beim zweiten oder dritten Mal, ja, aber beim fünften Mal, ja. Und wenn du halt so blöd gewesen bist, dir den Rucksack zu packen und der tut dir am Rücken weh, das kannst du selber lernen. Aber die Gletscherspalte, da gucke ich vorher drauf. Ja? So, das wären die Grenzen des äußeren Bereichs. Ihr könnt jederzeit, wenn ich so eine Gesprächspause mache, selber Fragen stellen. Ja? Ihr seid da selbst organisiert. Ich habe da ganz hohes Vertrauen in euch, wenn ihr es machen wollt. Ansonsten gehe ich dann einfach weiter. Ja. Weil ich gerade mehr die Folie sehe, ja, sollte irgendjemand Winke-Winke machen oder sonstige Achtsamkeitssignale, die über Teams gehen. Patrick, zur Not gritscht du mir eben rein und machst mich darauf aufmerksam. Genau. Dankeschön. So. Eine erneute Pyramide. Die Grenzen aus der Teamsicht. Da werden wir einige Sachen nochmal wiederfinden, die wir gerade besprochen haben, aber so ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel. Und zwar einmal, das sind wieder die Ressourcen, dass das Team selber die Ressourcen, sage ich jetzt mal, halt bekommen hat. Hier sehe ich den Blickwinkel aus der Sicht, dass sie selber als die Fähigkeit haben, sich selbst organisieren zu können mit diesem Blickwinkel. Also natürlich habe ich die Skills, ich brauche jemanden, der, sehe ich jetzt mal, fähig ist, Anforderungen aufzunehmen und die anderen unterstützt, das halt auch mit besser machen können, zu können. Oder halt
die berühmte Architektur oder was auch immer, was ich so brauche. Aber hier an dieser Stelle, damit ein Team sich auch optimal organisieren kann, ja, macht es auch Sinn hier an dieser Stelle, dass es auch die Ressourcen halt hat, bestimmte Sachen halt zu kennen und auch zu können. In dem Wort Selbstorganisation liegt Organisation. Und das ist eigentlich schon ziemlich altes Business. Nun kann ich natürlich selbst organisiert natürlich versuchen, x Sachen immer wieder nochmal neu zu erfinden. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Risiken um? Muss ich hier gerade überhaupt mit Risiken umgehen, etc., etc. So, diese Sachen von Ressourcen oder zum Beispiel Konfliktmanagement, ja, wie gehe ich zum Beispiel mit Konflikten um? Habe ich ein Wissen im Team über dieses Konfliktmanagement hier an dieser Stelle? Ja, auch das ist eine Ressource, auf die das Team, wenn es das nicht kann oder kennt, ja, dann also nicht zugreifen kann. Ja, und dann kann es dann halt nächste Stufe, ja, zu den Teamdysfunktionen kommen. Wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten, dann kann sehr vieles passieren, es können sehr viele Effekte aufkommen. Also hier wird es richtig komplex. Eine zum Beispiel, die ich hier nennen möchte, ja, wäre zum Beispiel, das Team ist nicht stabil. Ich habe gerade gesagt, ich schaue mir, sage ich jetzt mal, den Projektkontext an. Da kann ich nicht davon ausgehen, dass dieser Projektkontext hat eine gewisse Laufzeit. Eventuell, da hatten wir wieder den Dienstleister. Gibt es Verträge, die ausgleiten können? Und ich habe wieder Fluktuation im Team. So ein Team, was gerade von der Teamphase, es gibt ja die Teamphase, dass ich einmal Forming, Norming, dann normiere ich mich als Team. Dann kommt mit der Storming, dann kommen so die ersten Diskussionen auf. Dann werden Befugnisse ausgehandelt. Wer hat wie Recht ausgehandelt? So, da gibt es so ein bisschen so diese informelle Hierarchie im Team. Ja, so. Und jede Teamänderung kann es wieder in dieses Storming oder zu einem Teil von Storming sozusagen reinbringen, weil das neue Mitglied dieses immer wieder neu anregt. Habe ich das immer wieder und ist die Projektlaufzeit zu kurz, ja, werde ich nur schwer in diese nächste Stufe dieses Phasenmodells Performing reinkommen. Das nächste ist halt auch, es gibt die 5 Dysfunktionen eines Teams von Patrick Lencioni. Ich werde nachher noch die, da hatten wir das Thema, Slides teilen. Ich werde die Slides teilen. Da könnt ihr das sozusagen halt auch nochmal nachschauen. Der hat ein schönes Buch darüber geschrieben. Und zwar hat er gesagt, es gibt so 5 Dysfunktionen. Und zwar einmal fehlende Offenheit, künstliche Harmonie, Zweideutigkeit und niedrige Standards. Ja, und dann nochmal Dominanz und Ego. Wenn ich diese 5 Dysfunktionen, also ich kann in ein Team reinschauen und mir einfach mal diese Kategorien anschauen, sehe ich zum Beispiel künstliche Harmonie. Also bin ich in einem also praktische Sache, bin ich in einem Deli, wo immer alle sagen, nee, ist alles super. Da gibt es keinen, der große andere Meinung hat. Das ist gefährlich. Seit wann haben Menschen immer die gleiche Meinung? Außer wenn sie Ruhe haben wollen. Außer sie sind vielleicht immer alle komplett im Sync, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Das heißt, so ein so komplett ruhiges Deli, wo nicht was ausgehandelt wird, sollte einen verdächtig machen, weil grundsätzlich ist das Deli dafür da. Das Gleiche auch beim Review oder bisweilen auch bei der Retro. Also wenn, sage ich jetzt mal, dass wir wieder in Verantwortung nehmen, nicht der Product, wenn der Product Owner zu allem, was ihm geliefert wird, immer zufrieden ist, das ist irgendwie schön, aber es sollte einen zumindest mal zum Nachdenken anregen. Ist das vielleicht künstliche Harmonie? Ja, ist deren Verhalten mit Konflikten umzugehen einfach gar keine zu haben? Ja, wenn sie zum Beispiel in dieser Dysfunktion sind, ja, dann bekomme ich halt nicht die besten Lösungen herausgekitzelt. Ne? Dann bringt mir diese Vielfalt im Team nichts, wenn sie diese Vielfalt gar nicht selber abrufen können, weil sie sich selber so eine Art Konsensmaulkorb gegeben haben. Ja, so, was dann so nebenbei dann halt den Teamgedanken und dass das Team mehr schafft als ein Einzelner, in dem Moment, wenn dieses Team in dieser Dysfunktion ist, ab Absurdum führt. Ja,
Und das führt dann halt auch zu diesen Zweideutigkeiten oder zu diesen niedrigen Standards. Das Gegenteil wäre dann auch wieder dominant zum Ego. Ja, habe ich eine Person, vielleicht kennt man das, in einem Team und das ist so der ist rhetorisch richtig gut. Der ist auch vielleicht technisch total super und der macht alles in der Hälfte der Zeit. Das Dumme ist halt nur, so richtig einbinden tut er die anderen halt aber auch nicht. Ja, bei mir klappt es, bei mir funktioniert es, aber das ganze Team kommt nicht weiter. Ja, weil da jemand, sag ich jetzt mal, sein Ego nach vorne steht. Das ist immer wieder ein bisschen mit dem Zielkonflikt. Ja, er zahlt halt nicht auf das Gesamtziel ein und dann wird es schwierig. Das nächste, was ich noch als letztes Beispiel nennen würde, wird eher im skalierenden Bereich interessant. Eine Gruppe oder ein eingeschworenes Team, wenn es denn eingeschworen ist, und wir reden ja immer, dass wir es gerne haben möchten, weil es so viele Vorteile hat, das hat auch einen ganz brachialen Nachteil. Während ich vorher gesagt habe, ich habe den einen Datenbankadministrator, naja, und jetzt möchte ich ja, sage ich jetzt mal, ein Modell halt haben, wo mehrere Teams mit der Datenbank was machen können. Das ist super. Ne, dann ist nicht diese eine Person mehr das Silo. Das Dumme ist halt nur, das Team wird auf einmal zum Silo. Und Teams können, wenn sie dann nicht angeleitet werden, für sich selber so als Einheit sehen, dass sie folgenden Satz sagen, den man früher nur von einem Entwickler gehört hat. Bei mir klappt es, wir machen einen super Scrum und wir liefern ja. So, wenn es integrativ nicht funktioniert, ja, dann ist halt das andere Team schuld. Ne? So, sobald man dieses sozusagen sieht, dass halt dieser Ort der Austausch zwischen den Teams halt ungünstig ist, da sollte man auch ran. So, schlechte Entscheidungsprozesse. Alles, was im Projekt entsteht, ist eine Entscheidung. Bewusst oder unbewusst. Ich hoffe meistens bewusst. Habe ich keine Ahnung, wie viele Entscheidungsprozesse bei mir, wie viel ich habe. Also das Team entscheidet zusammen, der Experte entscheidet, es kann ein Vetorecht geben. Also wenn ich das nicht kenne, ja, dann habe ich auch schlecht die Möglichkeit, als Team, sage ich jetzt mal, bewusst den besten Entscheidungsprozess auszuwählen, um eine Entscheidung zu führen. Weil ja schon die Auswahl ist ja schon der erste Prozess, also die erste Entscheidung. So, und wenn ich das nicht weiß, wie ich gute Entscheidungen hervorrühre und ich habe keinen Projektleiter, der das durchmoderiert, und das Team organisiert sich selbst, ja, dann kann es zum Beispiel zu diesen berühmt-berüchtigten Konsensentscheidungen führen. Ja. Dauern lange ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Suboptimale Entscheidung. Das nächste auf der Pyramide für das Team, was die Grenzen der Selbstorganisation nennt, ist: Ich bin happy damit, dass ich mich selber organisiere. Ich organisiere meins. Aber ich gehe schlecht mit Abhängigkeiten um. In der Agilität gibt es den Ansatz, Abhängigkeiten zu minimieren. Das ist gut. Je weniger Abhängigkeiten ich habe, desto weniger muss ich managen. Das ist aber eine Ideallinie. Das ist nicht immer die Realität. So, und wenn ich wieder, sind wir wieder bei den anderen Teams, ja, im skalierenden Umfeld, wenn das nicht gebührend mit berücksichtigt, mit eingeplant, mit abgestimmt ist, ja, dann habe ich ein unintegriertes Artefakt, das dieses Team produziert. Und dann habe ich ein Problem. Und dann wieder on the top obendrauf, hier nochmal fürs Team. Egal, wenn ich ein sehr reifes Team habe, ist diese Führung das Team, das ist das Ziel. Das ist das, sage ich jetzt mal, das ist der Vollausschlag. Ja, wenn es sich komplett selber führt, braucht es ja kein anderer mehr. Das ist ja super. Aber zu diesem Vollausschlag habe ich ganz viele Grade. Und da muss ich hinkommen. Ich muss dort helfen, damit das Team dazu kommen kann. Ja, so. Und da sind wir wieder bei dem äußeren Rahmen, das Team alleine gelassen wird, im Team selber keiner die Rolle übernehmen mag, der Product Owner sich vielleicht nur auf die Stories versteift und der Scrum Master sagt, das müssen die alle selber machen. Also habe ich diese Fraktion von Scrum Master. Dann wird dieses Team sich nicht so günstig
optimieren und den Reifegrad selber Führung zu nehmen, nach vorne gehen. Das wäre der Teambereich. Sprießpause. Machen nachher noch einen coolen A-Teil danach. So, jetzt kommen wir zum Individuum. Da finden wir wieder etwas, was wir gerade schon mal gesehen haben, aber jetzt halt auf der Individualebene. Man kann nicht hinter die Köpfe schauen. Ja, man kann mit den Leuten reden, man kann sich dafür aussuchen, man kann schauen, ob sie motiviert gewesen sind, etc. Ja, aber dann ist man im Projekt und dann kann man halt da reinschauen. Und dann, Gespräche sind das eine, Verhalten ist das andere. Was ehrlich gesagt aus meiner Sicht immer die meisten Bände spricht. So, und da ist es wichtig, wenn die individuellen Ziele über die Teamziele sind, ja, und das vielleicht auch nicht sofort offensichtlich ist, kann ich es zumindest aber im Verhalten sehen, weil diese Menschen werden ihrem Individualziel folgen. Sie werden vielleicht auch auf das Teamziel einzahlen. Ja, aber habe ich zum Beispiel jemanden, der möchte sich ganz gerne mit SEO auseinandersetzen, weil der eigentlich eine ganz andere Aufgabe, der soll sich um Customer Care kümmern im First Level Support. Aber das ist so sein Ding, SEO. Ja, dann wird er sich sehr vermehrt um diese Form von Tickets, die sich um diese eine Fachlichkeit kümmern. So, und die Frage ist, wie man halt diese Individualziele wieder mit den Teamzielen halt übereinander legen kann. Dann haben wir die fehlende Verantwortungsübernahme. Das geht so mit den anderen Punkten einher, soziale Kompetenzen, fachliche Kompetenzen. Es gibt, soll ich das sagen, oder in den Gesprächen, die ich geführt habe und die Beobachtungen, die ich gemacht habe, da können wir gleich ganz gerne noch einen QA-Teil gerne nochmal diskutieren, wie ihr das seht. Nicht jeder mag es übernehmen. Nicht jeder ist ein sehr guter Kommunikator. Man kann lernen, man kann das einbringen, aber es gibt Grenzen. Und es gibt auch fachliche Kompetenzen, die Grenzen setzen. So, und hier sind wir wieder bei dem Teambuilding. Zuerst ist erstmal zu sehen, dass ich das Team mit Leuten bestücke, das zusammenpasst, ja, und die richtigen fachlichen Kompetenzen mitbringt. Das Teammitglied die richtigen oder soziale Kompetenzen mitbringt, die ich da an der Stelle brauche. Ja, und ich kann nur vorher in irgendeiner Art und Weise, sage ich es mal, halt abfedern, dass dass er motiviert ist oder bisweilen, dass seine Ziele, sag ich mal, mit den Teamzielen zusammenpassen. Und dann ist die Frage, das kann ich nur am Verhalten sozusagen anmachen, wenn dieser Person eine Verantwortung übergeben wird, ob er diese auch wahrnehmen kann und will und das für sich auch selber tut. Und wenn er das nicht kann, obwohl er auch in die Verantwortung genommen wird, da sind wir auch wieder auf der Counterpart-Seite in Verantwortung nehmen, dann muss ich halt überlegen, ob das dann halt so weiter so passt. Wenn ich das in Retros oder in Teamgeschichten setze, in Gesprächen mit dem Team, da an der Stelle halt nicht rauskitzeln kann. So, das wären die Grenzen des individuellen Bereichs, aus meiner Sicht. So, jetzt haben wir alle drei Grenzbereiche beschritten, ja, und gesehen. Gibt es dazu jetzt erstmal Fragen? Diskussion, ich gehe mal zurück. Zack. Lampe zu holen. Na, dann mache ich mal weiter. So, nachdem wir die Grenzen durchgegangen sind, vor dem Problem weglaufen erhöht nur die Distanz zur Lösung. So, jetzt sind wir ja ein paar Grenzen durchgegangen.
in den jeweiligen drei Bereichen. So. Und ohne da in jeden einzelnen Punkt jetzt nochmal tief einzutauchen, das wird unsere Zeit jetzt auch sprengen. Ja, gibt es im Grunde genommen der größte Teil, den ich beeinflussen sollte. Und das ist das Gemeinste überhaupt an der ganzen Geschichte. Das ist der äußere Bereich. Das ist leider aber auch der, wo man am schwierigsten rankommen kann. Aber das ist der Bereich oder das ist der Korridor, wo wir die meisten Punkte halt haben, die halt das Projekt oder das System beeinflussen. Ja, bevor ich anfange, sage ich jetzt mal, in Einzelgespräche oder sonst was reinzugehen, kann ich mir auch erstmal die Rahmenbedingungen halt anschauen. Also nicht, dass ich das eine nicht machen sollte oder nicht machen werde. Ja, aber wenn die Rahmenbedingungen drumherum, ich sag's mal ganz flachs, suboptimal sind, ja, dann kann ich mir Teambuildingsmaßnahmen mit Kegelabend, also früher war es ja irgendwie, was man immer so macht bei Teambuildingmaßnahmen, ja, die kann ich mir sparen, weil die nimmt dir eh keiner ab. Also wenn der äußere Rahmen nicht optimal gesetzt ist, ja, oder den Sachen, deinen Zielen widerspricht, Teambuilding etc., dann hast du schwere Karten. Ja, das nimmt dir das Team dann auch nicht ab. Ja, wenn von außen dieser Rahmen nicht gesetzt wird und von dem Team irgendetwas verlangt wird, dann wird es auch diese Verantwortung nicht übernehmen. Weil das kann sie nur tun, wenn sie es können. Ansonsten werden sie so tun, als wenn sie es können. Ja. Also wenn du eine wirkliche Verantwortungsübernahme haben willst, dann musst du an diese Rahmenbedingungen ran. Ansonsten muss dir ganz klar sein, dass du da Grenzen hast. Machen wir es weiter. Das nächste wäre halt, viele Bereiche im Teambereich, da hatten wir es gerade, sind Ziele, sind Know-how, was das Thema Organisation angeht, Konfliktmanagement etc. Ja? Hier an der Stelle, ja, ist es quasi das Coachen. Ja, ich bin mittlerweile nicht mehr so großartiger Freund von diesem Wort, wie Patrick weiß. Ja, aber jemanden, der ihn sozusagen diese Ressourcen, um die Selbstorganisation besser, effizienter, effektiver im Team gestalten zu können, dieses Team zu begleiten und es ihm beizubringen. Und dann gibt es eine andere Komponente, die nenne ich sozusagen halt intern führen. Ja, das geht über dieses, das kann der gleiche Mensch sein. Ja, das kann der gleiche Mensch sein, der auch ihnen das beibringt oder sie unterstützt, wenn es noch keinen hohen Reifegrad hat. Das nenne ich führen. Das nenne ich über die Klippe helfen. Ja, wenn die Teamreife dort da an der Stelle begrenzt ist. Das ist die Führung. Und dann gibt es einen allerletzten Punkt. Es gibt diverse Grenzen, an denen du, wenn du als Projektleiter, Coach, Scrum Master, wie auch immer, und bei der Auftragsklärung, wenn du da in dem Projekt drin bist, nicht aufgepasst hast, dann wirst du Grenzen halt haben und an denen kannst du nichts rütteln. So, und das würde ich mir bei der Auftragsklärung, also ich persönlich bin selbstständig, ja, anschauen, wie sind die Rahmenbedingungen, ja, und was kann das für Auswirkungen halt haben. Und wenn ich daran nichts ändern kann oder nichts anpassen kann, und wenn das auch nicht das Ziel ist, aber man sieht, diese Rahmenbedingungen, diese Grenzen werden das Projekt gegen die Wand fahren lassen, dann kann man es sein lassen. Im Positiven natürlich aber auch wieder gesprochen, ja, welchen Grad an Selbstorganisation brauchst du? Ja, das Maximum ist nicht immer das Optimum. Die Wahrheit liegt immer irgendwo zwischen den Werten. Und dann kannst du, das Einzige ist dann, dann kannst du dich um die Probleme oder die Grenzen und die Blocker kümmern, die dir wirklich, sage ich jetzt mal, ja, gegen das Projektziel einzahlen. Ja, und die du auch beeinflussen kannst. Du kannst viele externe Blocker nur bedingt, deswegen sind sie auch externe Blocker, beeinflussen. Heißt zwar immer Change the Company, aber toi, 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 bei Volkswagen zum Beispiel. Immer als Einzelprojekt ungünstig machen, außer man ist das Change-Projekt. So, fertig. Also ich jedenfalls.
Meine Damen und Herren, abschließend können wir gerne noch eine kleine, wir haben noch, offiziell haben wir noch 3 Minuten. Ja, Stefan, ich würde gerne was sagen. Gerne. Eben ist bei mir so, wie soll ich sagen, jetzt kann ich was sagen. Weil, also ich fand deinen Vortrag super und er hat bei mir auch unheimlich viel ausgelöst, aber ich glaube, ich brauche noch Zeit, um zu sortieren. Ja? Also ich fand das mega krass, aber was mir jetzt sofort jetzt im Nachhinein, gerade nach dem letzten mit diesen äußeren, diese Grenzen klar geworden ist, weil ich IT-Projekte in der öffentlichen Verwaltung mache. Leider ist das Zielbild immer neuerdings immer verschwommener. Ja? Also die Verwaltung tut sich selbst schwer zu definieren, was wollen wir eigentlich. Ja? Von daher ist das Ziel immer beweglich, ja, und deshalb versuche ich das gerade noch mit dem Teambuilding so übereinander zu bringen. Ja. Ich fand es sehr gut, wie du das so deutlich gemacht hast. Und ich hatte auch bei mir im Team, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich muss so zwischen den äußeren und den inneren Grenzen muss ich irgendwie den Moderator spielen, ja, weil irgendwie denen war es nicht klar, ja, also. Es ist keine harte Wissenschaft. Ja, ja. Also du hast es mit Menschen zu tun, du hast es mit Unternehmen, also es sind soziale Systeme. Ja. Ja, das ist mit dem harten Ziel so eine Sache. Ja? Es hängt dann auch davon ab, wer auch was sagt. Ja. Ja, und welche Rolle er halt hat, was manchmal dann auch mit einhergeht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Gerade habe ich es ja so, sage ich jetzt mal so ein bisschen, und es ist ja auch ein Vortrag, so aufgebaut, dass das so eine mathematische Kette, könnte man sagen, ja. So, und du brauchst ein folgendes Rezept nehmen, ja, und Tateng, ja. Gibt es auch woanders, gibt es auch Bücher dazu, ich würde da sowas nie machen, ich würde das auch nie sagen. Das sind Indikatoren, das sind Sachen, die dir was aufzeigen können, ja, ich sag's mal, eat your own dog food, ja. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, wenn ich Probleme habe, in welcher Schublade wäre dieses Problem? Und wo bin ich selbst ermächtigt, das ändern zu können? Mhm. Ja, mit allen Grenzen auch der Einschätzung dazu. Ja, ich glaube, das ist nämlich auch sehr wichtig, dass man sich auch als Projektleiter dann nicht jeden Schuh anzieht, ja, sondern dass man genau weiß, wo setzt man seine ja auch begrenzten Ressourcen denn auch ein. Ja. Ja. Und das sage ich jetzt mal auch dem äußeren Rahmen, da sind wir wieder bei dem äußeren Rahmen, damit reingehen, was ja auch so ein bisschen Aufgabe des Scrum Masters ist. Ja. Ja, also wenn du in die Rollendefinition reingehst, ist es nicht der, sage ich jetzt mal, diese 17 Seiten immer wieder vorbetet, aber auf Seite 3 steht das so. Ja, dafür brauchst du keinen. Mhm. Ja, so, Change the Company ist herausfordernd, aber das ist der sozusagen in diesen äußeren Rahmen reingehen sollte. Gerne, James. Weitere Fragen, Anmerkungen. So nebenbei, dass das Ding ist gerade Weltpremiere. Sollte da einiges brackelig, ruckelig, also hakelig gewesen sein? Oder aus eurer Sicht völliger Mumpels, ist jetzt die Möglichkeit, mir das voll auf den Tisch zu klatschen? Also ich finde, man hat das nicht gemerkt, dass das Weltpremiere war. Nee, finde ich auch. Dann habe ich es auch halbwegs gut übertönt.